Und somit herzlich willkommen zurück zu MotoGP. Oh mein Gott, wir sind in Spanien mal wieder. Spanien ist so, gibt so ein paar Strecken, die gefallen mir da gar nicht so geil. Wir sind in Jerez. Und ja, okay, Moto3 war ja nicht so geil. Moto2 ging dann einigermaßen. Wir haben jetzt hier gerade Platz 6 gemacht im Training. Ja, ich bin mal gespannt, was die anderen so im Training gemacht haben. Meistens fliege ich raus und ich fliege wohl wieder raus. Nicht vergessen dürfen wir, dass die besten 10 Fahrer direkt im zweiten Qualifying starten. Alter, wie schlecht. 25 von 25? Und davor, im dritten Training, war ich einfach Platz 6? Wollt ihr mich verarschen? Okay, wieso so krass? Vor allem, was hat... Also Quartararo ist ganz links. Sollen wir vergleichen mal. Guck mal, Quartararo war in Training 3 ein Zehntel schneller als ich. Und in irgendeinem anderen Training war er halt einfach, ja, 8 Zehntel schneller als ich. Beziehungsweise 7 Zehntel schneller als in Training 3 er selber war. War der jetzt deutsch, der Satz? Grüße von der Spanien. Ja, dann starten wir in die Q1. Mal schauen, ob wir da was reißen können. Bin ich mal gespannt. Wir ziehen mal neue Schlappen drauf. Und dann spulen wir mal ein bisschen vor. Was hatte ich jetzt von der Zeit? 1,41,2, glaub, gell? Quartararo hatte 40,4. Irgendwie so war das, glaub. Alter, 40,9 schon. Zarco. Wobei Zarco ja eigentlich auch meistens relativ vorne mitfährt. Ist es hier aber, ja, eigentlich ja nur ein Q1. Sie fahren alle mit Medium und teilweise hart. Ist eine mit Soft. Sind noch nicht alle gefahren. Spulen wir noch ein bisschen vor. Wir fahren eine 1,40er Runde so in die Richtung. Das heißt, wir können mal auf 6 Minuten runtergehen. Einfach mal zu schauen, was noch so wird. So, ich wäre jetzt eigentlich rein theoretisch, was hatte ich, 1,41,2, wäre ich Platz 6, so gesehen. Aber wir sollten halt vielleicht noch ein bisschen schneller sein. Aber ja, ich habe es ja mal gesagt, weiß nicht, die Strecke. Also in Moto 3 war sie ja, glaube ich, ganz schlimm. In der Moto 2 ging es dann einigermaßen. Ich glaube, in der Moto 2 habe ich sogar auch gewonnen, oder? Bin mir gar nicht sicher. Müssen wir mal schauen, ob ich hier die Siegertrophäe habe. Das wäre natürlich schon interessant, aber ich habe auch irgendwie ja schon extreme Probleme mit der Strecke. Es fühlt sich einfach nicht gut an, was ich da fahre. Unfall? Okay. Und wo bitte? Ja. Hier auch zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, fühlt sie sich jetzt irgendwie langsam an. Jetzt schauen wir mal. Warum habe ich, glaube ich, das Gefühl, im ersten und zweiten Sektor, wo ich selber das Gefühl habe, dass ich nicht so gut bin, bin ich besser als im dritten und vierten Sektor. Ja, okay, toll. Was war das gerade hier? War das jetzt schon zu früh? Es geht. Mein erster Sektor rot. Wäre schon mal ganz gut. Zweiter Sektor auch. Alter, was ist denn hier los? Ja, die Kurve zum Beispiel. Wobei im Training, so die letzten Runden, war ich in der Kurve ein bisschen enger unterwegs. Sonst komme ich meistens sehr weit raus. Hier zum Beispiel auch. Keine Ahnung. Ich meine, ja, man kann immer so ein bisschen vergleichen zur Ideallinie. Viele sagen halt auch, die Ideallinie ist hier gar nicht so geil. Aber so wie ich jetzt hier, glaube ich, fahre, ist die Ideallinie bedeutend besser als meine Linie. Weil es mich halt oft immer sehr weit rausdrückt und ich bin dann schon langsam und klar, könnte man sagen, fahr langsamer, dann kommst du weiter rein oder kannst die Kurven enger fahren. Teilweise auch ein bisschen früher einlenken natürlich. Aber wenn die Leute zu mir sagen, ich soll langsamer machen, damit ich am Ende schneller bin, das hört sich irgendwie, das hört sich halt falsch an. Fahr langsamer durch die Kurven, dann bist du im Endeffekt schneller. Das ist so, ja, keine Ahnung. Aber ich habe alles rot. Achso, alles rot, hä? Geht's gar nicht auf meine Zeit? So, ah ja, toll. Jetzt habe ich hier eh. Ja,
Das Problem ist natürlich, wenn man hier so mega auf die Zeiten gerade schaut und dann einfach den Bremspunkt total verpasst. So, jetzt könnte man theoretisch noch zwei Runden fahren von der Zeit. Aber ich glaube, mein Benzin spielt da nicht mit. Was sind wir denn? Platz 7. Somit irgendwo Platz, keine Ahnung, 17 oder so. Irgendwo ganz weit hinten. Mal, wieso bin ich jetzt eigentlich eine halbe Sekunde langsamer, habe aber in Sektor 1 eine rote Zeit? Bin ich doch schon ein bisschen seltsam, oder? Mal so angemerkt. Oha, hier war es eigentlich ganz gut. Kurvenausfahrt vielleicht jetzt nicht so geil. Hier sind wir jetzt schön eng durchgekommen. Die Zeit springt aber wieder hoch. Ja, toll, hier komme ich zu weit raus. Oh, grün. Das war mal ganz kurz grün. Dann war die Kurve nicht mehr so geil. Hier habe ich halt auch Schiss, hier so eng über die Korps zu fahren, weil da kann es sich richtig schnell hinhauen, aber es hat sogar funktioniert. Okay, wir werden noch ein bisschen besser, aber es reicht halt nicht. Ich habe auf Platz 6 0. Meine Verarschen. Platz 3. Aber ich, Platz 3 reicht halt nicht. Und mein Benzin ist jetzt eh alle die Zeit auch. 3 reicht halt nicht. Erste offizielle MotoGP-Qualifying. Auf dem Schirm sehen Sie die Fahrer, die die letzten beiden freien Plätze für das Q2 ergattern konnten. Also im Grunde genommen, wenn ich jetzt in Q1 habe ich das beste Ergebnis. Mit der Ausnahme, dass ich halt nicht in Q2 reinkomme. Vor allem 1.40.9. Also wir haben uns nochmal ein bisschen gebessert, aber na gut. Guten Morgen und willkommen zur Rennstrecke in Jerez de la Frontera. Wir sind live beim großen Preis von Spanien, der in der Geschichte der MotoGP mit am längsten dabei ist. Wir sind an der Startposition, wo bald die Lichter zum Start ausgehen werden. Das Wetter ist gut, die Temperaturen sind alles andere als extrem. Doch die Reifenabnutzung wird einen wichtigen Faktor im heutigen Rennen spielen. Deswegen verwenden viele Fahrer vorne und hinten eine mittlere Reifenmischung. Komm mal noch bremsen. Und dann starten wir. Wir müssen ein bisschen nach vorne schießen. Wäre ganz gut. Da sind wir auf 5. Reihe, glaub. Platz 13. Ganz vorne in der 5. Reihe. Die Fahrer sind auf ihren Startpositionen mit Pecco Bagnaia ganz vorne auf der Pole Position. In wenigen Sekunden geht die Ampel aus und der Grand Prix beginnt. So, Bagnaia ist schon mal schön vorne mit dabei. Hier bei uns im Rennen. So, nicht zu viel mit dem Gas rumspielen. Am Schluss verkacke ich noch den Start. Autsch. Sorry. Platz 2. Platz. Nee, jetzt Platz 2. Ich hatte die 3 im Kopf und zack, irgendwie 2. Ich schon wusste, so, wenn ich die Kurve gut fahre, könnte es vielleicht funktionieren, dass wir nach vorne kommen, aber oh, so wie ich hier halt fahre, kann es halt auch sein, dass ich schnell wieder überholt werde. Schauen wir mal, was der vorne hier so Schönes macht. Hier bremse ich, glaube ich, auch viel zu früh. Alter, wie ich wackel. Das war auch ein bisschen eng hier. Was ist denn hier los? So spät habe ich doch gar nicht gebremst. Gibt's ja gar nicht. So war das eigentlich nicht geplant. Ich dachte, ich mache Angriff auf Platz 1. Jetzt bin ich Platz 3 wieder. Doch, der Bremspunkt sehr blöd. Nicht getroffen. Sorry, Zarco. Geh mal weg da. Geh mal aus dem Weg. Ich muss hier durch.
hier Platz 1 machen. Jetzt habe ich gar nicht wegen der Siegertrophäe geschaut, aber ich glaube, wir haben sie. Ich glaube, in der Moto 2 habe ich hier gewonnen. Komischerweise, weil ich ja gesagt habe, ich habe da ein bisschen Probleme. Man sieht halt den Bremspunkt auch kaum. Ich meine, okay, der Schee hier in der Kurve und in der einen, wo ich da so weit rausgefahren bin, eh eigentlich ein bisschen anders, aber man sieht halt die Pfeile gar nicht, wegen der Sonne. Und dann, ja, so einen richtigen Punkt habe ich mir jetzt auch nicht eingeprägt. Irgendwie irgendwo außerhalb an der Strecke oder so. Irgendein Schild oder was, der Geier was. Manchmal zum Beispiel auch so, wo die Korbs anfangen oder so, passt manchmal ganz gut. Je nach Strecke, je nach Kurve. Ich glaube, bei der Moto 2 hatte ich hier auch einen Bremspunkt. Und ich glaube, beim keine Ahnung. Irgendwo bei irgendeinem Schild war das. Oh, danke. Oh, sorry. Autsch, es fährt in mir rein, obwohl ich ein bisschen blöd hingefahren bin, gell? Ah, Wiese. Okay, doch noch auf dem Bike geblieben. Ein bisschen Glück, weil bin dann noch ein bisschen, aufrecht gestellt. Wäre ich in Schräglage geblieben, hätte es mich vielleicht sogar gelegt. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Zweite Runde von 6. Zarko, hallo, was machen Sie hier? Müsste Zarko sein, oder? Nicht sein Teamkollege? Ich dachte, weil er eben vorher auf Platz 3 war, kann es ja er gewesen sein. Hat er getauscht mit... Oh, come on. Oh, toll, jetzt darf ich einen Joker setzen. Wenn er wieder so früh bremst und ich hier so einen Stoppie hinlege. So, ein bisschen früher gebremst, ein bisschen auch zur Seite gegangen. Nicht, dass ich ihn hinten wieder reinkrach. Oh, hier ist ultra schwierig, den Bremspunkt zu finden. Es klappt irgendwie immer, aber irgendwie habe ich immer Schiss, dass es zu spät ist und dann habe ich auch immer Schiss, dass ich zu früh bremse oder zu früh Gas gebe. Hier jetzt aus der Kurve raus, war jetzt auch nicht so toll. Das ist natürlich zu früh, ist natürlich auch nicht immer so gut. Alter, bleibt da hinter mir. Nochmal was. Ich meine, okay, klar. Ich fahre jetzt auch nicht so gut. Jetzt gar nicht mit den Zeiten. Auch gar nicht so toll. Zarko hat eine 1:41.377. Aber der ist auch keine krasse Zeit, gell? Q2 hätte er da kläglich versagt. Q1. Q2 weiß ich ja nicht, was sie gefahren sind, die Zeiten. War nicht Zarko auch mit den Q1 mit dabei? aber ich glaube, irgendwie Q2 weitergekommen. Jetzt war die Zeit bei mir gar nicht so geil und jetzt bin ich 1,3 Sekunden schneller als meine Bestrunde. Ich fahre den fast wieder hinten rein. Oh, come on, gleich zweimal. Was macht denn der hier? Muss ich hier noch weiter raus, oder was? Wo geht denn der hin? Was macht er mit Absicht? Der fährt mit Absicht mir im Weg rum. Jetzt gehe ich hier vorbei. Und jetzt mal gucken, ob ich die Kurve packe oder ob er mich direkt wieder überholt. Oh, geht er eigentlich. Bei Ausfahrt war jetzt auch nicht so toll. So, jetzt haben wir hier Bestzeit. 47. Lass mich mal hier durch. Ein bisschen hier mittendrin ein bisschen Gas gegeben, dass wir durchkommen. Auch wenn jetzt. Alter, geht er mir auf den Sack. Ist ja gar nicht. Was ist denn mit dem los? Hier. Aber jetzt, Sekunde weg. Okay. Jetzt geht's hier gerade so ein bisschen.
Jetzt haben wir ein bisschen Ruhe bekommen. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil es jetzt immer so knapp und spannend war. Jetzt kann man mal ein bisschen verschnaufen und erholen. Aber natürlich nicht zu viel, weil sonst wäre das auch nicht so gut. Gerade mal kurz geschaut. Wegen der gelben Flagge. Schon wieder gelbe Flagge. Was ist denn da los hier auf der Strecke? Ob irgendwie Zarco oder Bagnaia irgendwas vorgefallen ist. Aber die sind doch hinter mir. Vor allem, wen haben wir denn noch da? Oliveira, Espargaro und so. Fabio, keine Ahnung, wo der sich rumtungelt. Okay, Marquez auf 8 zum Beispiel. Auch wieder sehr durchgemischt. Yamaha auch gar nicht so krass zur Stelle. Natürlich für die Herstellermeisterschaft nicht so geil. Für die Teammeisterschaft. Oh, oh, also gleich zwei! Für die Teammeisterschaft ganz gut, weil Monster Energy Yamaha hier jetzt in den Top 8 nicht vertreten ist. Schon mal ganz gut so. Oh, nein, 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 das war zu spät, das war zu spät. Oh, nein. Fünfte Runde, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Okay, wir hatten noch Zeit. Ich dachte, ich werde es überholt. Deshalb würde ich sagen, wir haben noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen mit Power 3 fahren und so, dass wir die Position zurückbekommen. Müssen wir uns aber ein bisschen anstrengen, ein bisschen Concentration, keinen Blödsinn machen. Volle Konzentration aufs Fahren und nicht auf die Tabelle und wer wo steht. Und während ich hier sack, schaue ich auf die Tabelle. Oh Mann. Schon wieder gelb hier. Jedes Mal hier komischerweise, aber es passiert dann natürlich woanders. Wenn wir woanders sind. Oh, wir sind da nah dran. Oh, Bagnaia auf 4. Okay, der ist ein bisschen weg. Schade eigentlich, weil er von der Pole gestartet ist. Und dann doch ein bisschen, ja, was heißt ein bisschen zurückgefallen. Platz 4 ist jetzt auch nicht so heftig, aber halt vom Podium runter. Aber man weiß ja nicht, vielleicht sind die ja nah aneinander und da passiert noch was. Kann ja auch sein, dass er nochmal nach vorne kommt. Ein, zwei Plätze. Zum Beispiel Zarco, der plötzlich dann nach vorne geschossen kam. Wo er hinter mir war und ich war auf Platz 2. Dann war ich plötzlich Platz 1 und dann kommt Zarco und überholt mich hier. So, was haben wir? 8 Zehntel. 8 Zehntel geht eigentlich, wenn man hier ein bisschen normal fährt und ein bisschen aufpasst. Keine Scheiße baut. Rein theoretisch habe ich keinen Joker, gell? Habe ich schon gebraucht. Das heißt, wir sollten hier eigentlich durchkommen. Aber wie gesagt, eigentlich sind nur diese eine, zwei Kurven richtig problematisch. Also Kurve 1 und... Boah, keine Ahnung, was für eine Kurve. Also welche Kurvennummer das ist. Da die eine, wo auch so scharf nach rechts geht. Auch nach dieser langen Geraden halt. Und die... Die ging es eigentlich meistens, obwohl ich hier gerade mega reingerutscht bin. Da hatte ich mit der Moto 3 und mit der Moto 2 hier mehr Probleme mit der letzten Kurve. So, immer noch 8 Zehntel. Sehr schön. Alter, wie er wackelt. Erstmal Hände vom Lenker. Das Ende des MotoGP-Rennens markiert auch den Abschluss dieses Rennwochenendes. Sehen wir uns gemeinsam die Endwertung an und in Kürze findet dann die Siegerehrung statt. Ja, okay, Bagnaia hat doch noch auf Podium geschafft. Ja, 8 Zehntel und dann eine Sekunde, das hört sich jetzt schon an sich viel an, aber so die ersten Runden waren schon so ein bisschen hin und her und auch spannend. Also da kann man jetzt echt nicht großartig meckern. Was ist mit Monster Energy Yamaha los? Hier hinten tummeln sie sich. 1,39,8, okay. Hat hier noch eine fette rausgehauen. Was ist mit den beiden? Okay. Es kann sein, es waren auch teilweise die Gelbphasen, dass da ein Sturz war und die dann quasi raus sind, weil das hat mich auch ein bisschen, hat mich gewundert, dass Mio nicht in den Top 8 drin war, weil der ja eigentlich doch eigentlich auch gut vorne mitfährt. Aber nun gut.
So, also 32 Punkte Vorsprung, obwohl wir halt doch immer mal wieder kämpfen und schon ein bisschen lustig, die Ergebnisse anzuschauen, kann man nachher gerne mal machen. So, Oakley, Yamaha, MotoGP ist ein Platz nach vorne, 13 Punkte noch auf Repsol Honda, das sieht mal ganz gut aus. Hier müssen wir natürlich ein bisschen schauen, weil Yamaha jetzt, glaube ich, diesmal gar nicht so krass viel Punkte gemacht hat, aber wir haben doch noch ein bisschen Vorsprung. So, hier gibt es natürlich wieder ein bisschen Punkte. Qualifying kriegen wir leider derzeit nichts großartig rein. Geldtechnisch, Moto 3 hat jetzt auch nicht so viel gebracht, oh Mann. Ja, was ich dann noch zeigen wollte, das sieht natürlich ein bisschen ganz lustig aus. Hier unten sieht man Platz 1, Platz 8, Platz 1, Platz 9 und dann zweimal Platz 1. Aber es ist so, ja, wenn man dann auch sagt, so ja, vielleicht Schwierigkeit nach oben. Es sind also doch auch Rennen dabei, wo ich dann nicht mal Top 5 bin, also naja, werden wir mal schauen, wie es so die nächsten Rennen weitergeht. Bis dahin sage ich schon mal Dankeschön fürs Einschalten, Wiederschauen und reingehauen.